Hallo und recht herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ich bin der Andi und heute gibt es eine weitere Folge Dark Souls 3. So, jetzt muss ich noch ein bisschen ausruhen. Der Weg hierher war ziemlich schwer. Aber jetzt wollt ihr bestimmt sehen, wie es da weitergeht. Dann würde ich sagen, gehen wir mal da runter. So, ich frage mich immer noch, warum da ein Weg runter geht. Da muss doch irgendwas sein. Gehen wir mal ein bisschen vor. Nur hier vielleicht irgendwie was machen. Irgendeine Geste oder sowas. Schauen wir mal, was ich noch für Gesten habe. Finstermond, Treue, Gebet. Würde mal sagen, wir vielleicht mal das Gebet oder sowas mal probieren. Vielleicht triggert hier ja irgendwas. Ah, jetzt war das falsch jetzt. Wechseln. Und zwar Gebet. Na, hier geht nichts. Na, okay. Dann würde ich sagen, gehen wir mal einfach weiter. So, wollten wir hier mal hier reinschauen. Schauen, was es jetzt hier drin erwartet. Auf jeden Fall mal Schild oben halten. Und hoffen, dass ich meine Seele nicht verliere. Wir könnten nämlich schon rein theoretisch wieder ein Level machen. Ich glaube, 29.000 Seelen brauche ich dafür. Schon hier oben irgendwas hängt oder so. Ah, ein Leuchtfeuer. Sehr schön. Kerker von Ithril. Leuchtfeuer entzünden. Dutz. So Leute, ich würde sagen, wir gehen jetzt aber mal schnell zurück zum Feuerbandschrein, damit wir da vielleicht ein Level machen können. Reisen. Feuerbandschrein. Genau, dann machen wir schnell das Level, würde ich sagen. Und dann schauen wir mal, ob der Dieb schon wieder da ist, weil den habe ich ja in den letzten Folgen, ich weiß gar nicht, was für eine Folge das war, habe ich den ja in das neue Gebiet geschickt. Schauen, ob der vielleicht schon wieder was Neues hat. Jetzt schauen wir aber erst schnell, ob der schon da ist. Nein, ist immer noch nicht da. Okay. Dann würde ich sagen, schauen wir schnell, wie viel Seelen ich brauche für den Level. Oh, 30.000. 29.600 habe ich. Okay, dann müssen wir halt schnell was nehmen. Nehmen wir so eine. Genau, das reicht. Welcome home, Ashen One. Hallo. Speak thine heart's desire. Aufsteigen. Then touch the dark hick nourishment. So, jetzt überlege ich bloß, was wir jetzt skillen. Stärke. Stärke oder Vitalität? Ich würde sagen, wir machen Stärke. Okay, bestätigen. Ja. So. Dann würde ich sagen, ab ins neue Gebiet. So. Und Totenknochen später habe ich. Oh, ich habe sogar einen. Okay. Knallen wir den gleich mal rein. Haben wir noch einen? Nee. Okay, dann reisen wir in den Kerker von Ithril. Die grünen Blüten könnt ihr auch in dem Farmspot von den komischen Spinnviechern da, die droppen die recht häufig.
Da habe ich auch Haufen von denen gefarmt. So, dann schauen wir mal, was uns jetzt hier erwartet. Ah, hier ist aber noch eine Tür. Kann man die aufmachen? Öffnen. Okay, lässt sich nicht von dieser Seite öffnen. Okay, dann schauen wir mal hier rein. Ist immer so komisch, weil es geht echt in jede Richtung so tief rein, da weiß man gar nicht, wo man zuerst lang gehen soll. Jetzt schauen wir hier mal ein bisschen rein, vielleicht schauen wir später mal noch in die andere Richtung. So, jetzt schauen wir mal, ist hier irgendwas? Ist hier oben irgendwas? Okay. Wow! Alter, wie mich jetzt erschrocken. Wow. Mann, Mann, Mann. Ah, oh, da ist einer. Oh, Ruhe und Puff. Mann, hab ich mich erschrocken, Leute. Boah. Meine Nerven. Boah. Das ist hier überall so ein Dinger hier, oder was? Lieber hinter uns nochmal schauen. Ich habe echt ein komisches Gefühl hier, dass ich gleich irgendwie überfallen werde. Nietscherbe. Irgendwas passiert hier gleich, Leute. Da ist auf jeden Fall Loot drin. Hier ist einer ausgebrochen. Okay, da drüben ist schon... Oh, das hört sich groß an. Oh, Alter, was ist denn hier los? Oh, nee. Das geht echt auf die Nerven. Die blöde Musik, die ganze Zeit hörst du irgendwas, denkst du, irgendwas ist gleich hinter dir. Verschlossen, okay. Brauche ich vielleicht irgendwie einen Schlüssel? Vielleicht kann ich den kaufen im Feuerbandschrein. Oh, was ist denn das? Oder sind es meine Füße? Oh, sind meine Füße. Ich mache die Geräusche. Oh, was ist das denn für ein Ding? Hier hat ein Brandeisen. Einfach Vollgas rein oder nicht, Leute? Ah, Vollgas rein. Okay, warum habe ich eigentlich so wenig Leben? Warum habe ich so wenig Leben? Jetzt geht mein Leben wieder hoch. Was ist denn das jetzt gewesen? Zieht die meine Lebensbalken ab oder was? Hier kommt gleich irgendwas rausgestürmt. Das hab ich echt ein Gefühl. Irgendwas passiert hier gleich. Ich werde sterben. Boah. Das ist doch hier das, oder? Ach, so Knochengerübe. So, jetzt bist du endlich mal ruhig, weil das nervt nämlich. Komischen Geräusche da. So, immer schauen hinter, dass jetzt irgendeiner mich anspringt hier. Ist da was drin? Da ist wieder so eine komische Hexe. Soll ich die pullen? Ich glaube, ich pull die mal. Oh, da ist noch eine.
Jetzt komm her, du elendiges Vieh. Hier macht er ja nichts. Was ist denn da los? Okay, die ist down. Schon die zwei Kameraden hier. Oh, krass. Gerne Essos nehmen. Essos sind immer gut. So, da hinten war auf jeden Fall, glaube ich, noch eine. Ich lasse sie aber ein bisschen näher kommen. Schaut schon geil aus. Das Gegnerdesign ist echt geil. Backstab, Baby. Backstab. So, jetzt gehen wir aber erstmal hier weiter. Und dann wird hier auch irgendwie so eine blöde Kroche sein. Holen wir uns erstmal den Loot. Ich hoffe, mir springt jetzt hier nichts an. Irgendwie. Irgendwo. Bei meinem Glück. Nicht schon. Boah, was ist das? Mein Gott. Könnt ihr mal die Schnauze halten? Öffnen. Verschlossen. Okay, auch verschlossen. Boah, ey, das Gekreische, das... Boah. So, schon mal geht's hier weiter. Hier geht's runter. Okay. Gehör ich wie so eine Hexe, oder? Okay, das glaube ich, aber... Diese blinden Dinger da unten. Genau, das haben wir schon denken können. Ah, treffe ich wieder nicht. Kommst du hoch zu Papa oder kommst du nicht hoch? Komm hoch. Genau, komm hoch. Die sind ja vom zweiten Gebiet schon, wo sie jetzt ein bisschen anders aus. Ich weiß nicht, ob die jetzt recht viel krasser sind oder nicht. Weiß ich überhaupt, ob du hochgehen kannst mit deinen Spinnfüße. Oh. Oh, Ruhe und Puff. Okay, da sind noch mehr unten. Da ist auch noch eins. Schauen wir mal, ob ich erstmal das pullen kann. Komm du auch mal hoch hier. Komm hoch zu Papa, komm. Na komm. Kurz dir erstmal aus und dann komm hoch. Doch nicht. Okay, müssen wir anders machen. Das machen wir jetzt anders. Komm du jetzt doch hoch. Nein, ich will immer noch. Machen wir den gleich mit. Immer noch down. Okay, da hinten ist noch einer. Oder noch mehrere sogar.
Okay, dann machen wir den auch gleich. Ich habe nämlich keinen Bock, dass die mich angreifen, wenn ich die blöde Hexe da mache. Okay. So. So, Brunhilde, dann komm her. So. Geht doch. So, dann schauen wir mal, ob man hier aufmachen kann. Verschlossen, war mir klar. Mei. Ich habe ja 1000 Schlüssel hier. So, da steht einer ums Eck. Haben wir schon gesehen. Wollen wir den gleich mal killen. Mein Gott! Boah! Schnell, ess das! Boah! Entschuldigung, wenn ich jetzt so geschrien habe. Ich bin voll erschrocken jetzt. Ah, was ist denn das schon wieder für ein Zeug da? Okay, roter Moosklumpen. So, dann gehen wir ganz vorsichtig. Wahrscheinlich auch wieder irgend so ein scheiß Käfig da. Einfach mal drauf. Okay. Ich visiere da eigentlich immer ein bisschen an. Weil, wenn es nämlich Gegner sind, dann nimmt er den gleich ins Target, dann sieht man das von der Weiten schon. So. Der ist zerfetzt vollkommen. Wahrscheinlich von dem Vieh hier. Boah! Meine Fresse! Boah! Mann, 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 Mann! Boah! Hut des uralten Zauberers, Mantel des uralten Zauberers, Stulpen des uralten Zauberers, Stiefel des uralten Zauberers. Ja, haben wir wieder ein komplettes Set gefunden. Ich muss hier mal so einen blöden Moosklumpen nochmal nehmen. Ich werde mir das gerne mal ins Inventar packen, weil ich glaube, ich habe da nämlich noch mehr oder doch nicht. Habe ich da vielleicht was anderes noch? Nee. Habe ich leider nur noch ein. Muss ich mal schauen, das nächste Mal im Feuerband schreien, ob ich mir da welche kaufen kann. So, und hier wieder so Viecher drinne. Was ist denn? Das ist doch wieder so ein Vieh. Kann ich jetzt aufwachen oder nicht? Ah, war klar. Boah, Alter. Mann, 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 Mann. Oh, stirb endlich!
Ja, der scheiß Ding, die scheißen Maden, was da gerade an mir rauswachsen, das triggert, glaube ich, immer zweimal. Aber ich nehme jetzt den roten Blutklumpen da mal nicht, weil ich mir nur noch einen habe. Ich will mir den echt aufheben, falls es noch kritischer wird. Hier ist nichts drin gewesen, oder was? Das gibt's ja gar nicht. Triggert doch dreimal, oder was? Okay, der triggert... Aber hier muss doch noch irgendwas sein. Warum ist denn hier so ein Vieh drin gewesen, wenn hier nichts ist? Kann man vielleicht hier irgendwo durch? Schaut nicht so aus. Na, jetzt triggert es nochmal. Muss ich ihn wirklich nehmen? Jetzt habe ich leider keinen mehr. Scheiße. So, hier geht es nicht weiter. Also ich habe zumindest nichts gesehen. So, dann gehen wir auf der anderen Seite mal weiter. Dann müssten wir jetzt eigentlich da hinten rüberkommen, wo vorher die Hexe getötet haben. Genau, dann gehen wir mal darüber. Können wir hier aufmachen? Okay, das ist eine blöde Hexe. Oh, Schnauzer. Alter, das ist so krass, die Geräusche sind so krass. Es ist die Hexe, die so schreit. Keine Ahnung. Brenneisen. Okay, die Hexe war es auf jeden Fall nicht, die so geschrien hat. Oh, jetzt hat sie wieder mein Ding. Jetzt habe ich da oben wieder so wenig Energie. Ich muss gleich schnell mal warten. Alter, was schreit denn da so? Mann, 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 Mann. Große Titanitscherbe. Mei, ist das eklig. Da ist so ein Riesenvieh bestimmt drin, 100 Pro. Ist denn das? Oh, was ist denn das? Oh mein Gott, was ist das? Ich kann es auch nicht anvisieren.
Boah, ich krieg einen Vogel hier, echt. Okay. Das war jetzt auf jeden Fall schon mal, glaube ich, ein Shortcut, weil wir jetzt normalerweise diese Tür öffnen können. Okay, Shortcut geöffnet. Dann gehen wir hier weiter. So, sind die irgendwelche Käfige des Grauens? Ah, hier ist wieder so eine Kackhexe. Schauen wir mal, dass ich die hier umlegen kann. Oh Gott. Okay, das ging schon mal gut. Oh, das ist ja noch eine. Ah, es war ja klar, dass die mir jetzt wieder mein Leben wegzieht. Boah, Alter. Meine Fresse. Guckt euch das an, Mensch. Das ist so viel Leben habe ich am Anfang vom Spiel gehabt. So, ich warte jetzt mal. Jetzt geht's wieder hoch. Geht hoch. Hoch. Oh, ist wirklich eine Hexenplage, Mensch. So Leute, ich würde sagen, das war jetzt aber schon wieder, das war schon wieder mit der Folge. Wie es denn hier weitergeht, wo es denn da hinten lang geht, zeige ich euch in der nächsten Folge. Würde mich freuen, wenn ihr mir ein Abo da lasst, wenn es euch ein bisschen gefallen hat. Ansonsten, ciao, bis zum nächsten Mal, euer Andi.